Es war einmal ein König und eine Königin. Die haben das Kind bekommen. Sie hatte schwarze Haare wie Ebenholz, weiße Haut wie Schnee und rote Lippen wie Blut. Darum haben sie sich Schneewittli getauft. Kurz nach der Geburt ist die Mutter aber gestorben und der Vater hat beschlossen, eine neue Gemahlin zu nehmen. Die neue Gemahlin war besessen von ihrer Schönheit, hat jeden Tag ins Spiegel geschaut und gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel hat immer geantwortet, sie sei die Schönste. Bis Schneewittli 7 geworden ist. Ja, 7. Und dann hat die Königin wieder gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Spiegel hat gesagt, sie, aber Schneewittli ist noch ein schöner als sie, mit 7. Ja. Die Stiefmutter ist mega eifersüchtig gewesen. Auf eine 7-Jährige sie noch ein bisschen warten, bis sie ein Teenager wird und dann wäre das passiert. Sie beschlossen, den Jäger auf Schneewittli anzusetzen. Er soll sie weit im Wald nehmen, ihr sein Herz, Lungen und Leber rausnehmen und ihr bringen. Der Jäger aber hat es im Wald nicht über sich gebracht, Schneewittli zu töten. Darum hat er ihr gesagt, sie soll weglaufen. Hat dagegen das Herz, Leber und Lungen von einem Frischling genommen, der Königin gebracht. Im Glauben, es ist vom Schneewittli, hat die Königin es aufgegessen. Das ist Kannibalismus! Oh. Kein Wunder, hat er Disney nicht reingebracht. Schneewittli weggerannt, hat das Haus gefunden, ist in das Haus rein und hat von jedem Essen etwas probiert. Erstens Hausfriedensbruch, zweitens sind Kratzen auch noch. Und drittens geht sie einfach schlafen. Sie weiß ja nicht mal, wer da drin wohnt. Die Zwerge sind heimgekommen vom Arbeiten. Haben das schlafende 7-jährige Schneewittli gefunden und haben sich gerade ihre Schönheit verliebt. Jetzt müssen wir mal vorstellen, 7 alte Männer verlieben sich in ein kleines Mädchen. Am nächsten Tag wacht Schneewittli auf, sieht Zwerge und erklärt ihre Situation, dass ihre böse Stiefmutter hinter ihr her ist. Die Zwerge sagen ihr, gut, sie darf bei ihnen wohnen und Schutz suchen, unter einer Bedingung. Sie muss ihnen Essen kochen, das Haus putzen etc. etc. Kinderarbeit. Bevor die Zwerge auf die Arbeit gehen, warnen sie nochmal vor der bösen Stiefmutter, dass sie niemand fremd reinlassen soll. Erstens, sie lassen eine 7-Jährige leider heim. Eine von diesen Zwergen hätte ja dort bleiben können. Aber nein, sie gehen arbeiten, Schneewittli bleibt daheim. Königin daheim fragt Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel sagt sie, aber hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, dort ist Schneewittli, die ist hübscher als du. So findet sie natürlich heraus, dass Schneewittli noch lebt. Sie beschließt, sich als alte Frau zu verkleiden und geht Korsette verkaufen. Genau, Korsette. Keine Äpfel, Korsette. Sie geht hinter die 7 Berge zu den 7 Zwergen, klopft an die Türe und Schneewittli macht auf. Die alte Frau sagt, hey, ich habe hier ein paar Korsette zum Verkaufen, willst du probieren? Bis sie 7 ist, sagt sie ja. Weil ein 7-jähriges Mädchen braucht ein Korsette. Auf jeden Fall, Schneewittli lässt sie rein. Die böse Königin zieht das Korsett so fest an, dass das Mädchen umkippt. Im Glauben, dass sie tot ist, geht die böse Königin wieder zurück in ihr Königsreich. Die Zwerge kommen aber rechtzeitig, Gott sei Dank, noch heim und machen das Korsett locker und die Kleine wacht wieder auf. Am nächsten Tag gehen die 7 Zwerge wieder arbeiten, sagen dem Schneewittli, lass niemand Fremdes rein. Du hast eine Aufgabe, lass niemand Fremdes rein. Die böse Königin fragt den Spiegel wieder, der Spiegel sagt, dass sie noch lebt. Sie geht retour, diesmal wieder als alte Frau verkleidet, aber mit einem verzauberten Kamm, Haarkamm. Sie klopft an, Schneewittli macht auf, die alte Frau sagt, oh, ich habe hier noch einen Haarkamm, willst du ausprobieren? Und Schneewittli, ja, komm rein, ha! Sie kommt rein, macht nur so und die Kleine geht um. Die andere denkt, sie sei tot, geht wieder zurück. Mach mal klar, ob sie wirklich tot ist oder nicht, weißt du, irgendwie so oder so? Nein, sie geht. Die 7 Zwerge kommen Gott sei Dank wieder rechtzeitig heim, nehmen den Kamm raus und sie lebt wieder. Aber er war schon vergiftet. Das funktioniert doch gar nicht. Das gleiche Spiel wieder, die Königin fragt, der Schönste ist, der Spiegel sagt, die andere lebt noch. Diesmal verzaubert sie einen Apfel. Sie vergiftet den Apfel. Sie vergiftet ihn. Das ist sehr wichtig für die Geschichte. Sie geht wieder zurück als alte Frau verkleidet. Die Zwerge sagen dem Schneewittli wieder, lo, niemals rein. Aber hey, sie hat niemals reingelassen. Diesmal macht sie nämlich das Fenster auf. Und sie nimmt den Apfel an, weil, ganz ehrlich gesagt, sie hat sie ja nicht reingelassen, schlaues Mädchen. Nein, sie hat einfach von mit einem Fremden durchs Fenster etwas angenommen. Ist ja viel besser. Sie bis 3 stirbt. Diesmal ist sie wirklich tot.
Königin geht heim, der Spiegel sagt, sie sei die Schönste und sie ist zufrieden. Die Zwerge kommen heim, merken, dass Schneewittli wirklich tot ist. Tun sie aber nicht begraben, sondern tun sie in einen gläsernen Sarg hinein, weil sie so hübsch zum Anschauen ist. Echt krank. Ein paar Jahre später ist ihren Körper immer noch schön erhalten. Ein König in der Tür sieht ein Mädchen im Sarg, wo ja immer noch 7 ist. Wie ist mit 7 gestorben? Auch wenn ihren Körper noch schön erhalten ist, ist sie ja immer nur noch 7. Verliebt sich in sie, in ein totes Mädchen. Er kauft den Sarg ab, plus Schneewittli drin. Und nimmt es mit heim. Unterwegs stolpert ein Jänner und der Äpfel geht raus. Ein bisschen Äpfel. Aber sie ist ja nicht daran gestorben, dass er drin stecken geblieben ist. Sie ist am Gift gestorben. Vielleicht verlebt sie jetzt wieder. Hey! Macht ja mega viel Sinn. Auf jeden Fall. Ich nehme immer noch als Schneewittli ist 7 und keine Ahnung, wie alt das der Prinz ist. Beschliessen zu heiraten. Aber sie beschliessen nicht nur zu heiraten, sondern beschliessen, die böse Königin einzuladen. Das ist ein Fallen, Mann. Wie kannst du nicht merken, dass das ein Fallen ist? Egal. Die böse Königin kommt zu der Party. Dann zwingen der König und Schneewittli sie in eisernen, heißen Schuhen umzutanzen, bis sie tot umkalten. Es gibt keinen romantischen Kuss. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.